Thank you.
eure Aufmerksamkeit da von diesen Objekten ablenken. Bin ich froh, ich glaube, ich gehe hier auch gleich. So, sonst muss ich euch den Rücken kehren, das ist nicht so anständig. Ich begrüße euch heute Morgen hier bei uns zu Büren, bei der Ausstellung von Urs Dwellmann. Es ist schön, dass so viele Leute auf Büren kommen. Das freut mich sehr. Je salue aussi très cordialement les amis francophones. Permettez-moi de lire mon texte pour Urs en bon allemand. Unsere weltschen Freunde wollen ja etwas verstehen. Ich bemühe mich, den Text einigermaßen verständlich auf Hochdeutsch abzulesen. Als sich der Raum in den letzten Tagen beinahe zum Atelier von Urs gewandelt hat, wurde mir langsam bewusst, dass unsere letzte Ausstellung bereits 16 Jahre zurückliegt. Es ist aber absolut nicht so, dass wir uns in all den Jahren aus den Augen verloren hätten, geschweige denn aus dem Sinn. Tatsache ist, dass einfach die Zeit so rasant schnell an uns vorbeigezogen ist. 2006 gab es schon das Internet, jedoch damals hatten die wenigsten von uns eine Homepage. Wenn man heute im Netz recherchiert, besitzt Urs Dwellmann mit seinem Werk eine bedeutende Präsenz. So steht da beispielsweise: Hölzer in allen Erscheinungsformen bilden die Ausgangslage für Objekte, Installationen und Interventionen. Die intensive Auseinandersetzung mit den Materialien, das geduldige Erforschen der Eigenschaften und Möglichkeiten stehen im Zentrum des kreativen Prozesses. Neben Kleinplastiken, Außenskulpturen entstehen weltweit großzügige Installationen, in denen der Künstler Landschaften, Jahreszeiten in den Schaffensprozess integriert. Urs Dwellmann sagt: Mich interessiert besonders das Spannungsfeld zwischen Chaos und Ordnung und dass die Arbeit eine Zusammenarbeit mit der Vielfalt, Kraft und Lebendigkeit des Materials ist. Der Werdegang von Urs Dwellmann begann mit einer künstlerischen Ausbildung an der Gewerbeschule oder heute Schule für Gestaltung in Bern. Danach ging er nach New York, wo er an der Art Student League studierte und seine Ausbildung am Manhattan Graphic Center abrundete. Nach wie vor ist Urs ein Reisender, ein Weltenbürger, ein nomadischer Bildhauer, denn immer wieder zieht es ihn in die Ferne. Seine Skulpturen finden sich über den ganzen Globus verteilt. Malta war Ende 21 das letzte Reiseziel von Urs. Entstanden sind dort von Jahreszeit und Landschaft beeinflusst zahlreiche Skizzen und Notizen. Ich war zuerst nicht sicher, ob du auch Texte gemacht hast. Ich dachte, ich würde nachher schreiben Notizen. Es kann auch sein, dass auf seinen Reisen vor Ort bleibende Figuren entstehen. Verfügbare Werkzeuge und Materialien, Zeitpunkt und Topografie sind dann für die Arbeit entscheidend. Ebenso prägt die Auseinandersetzung zwischen Kopf und Hand sein Werk. So entstehen ausdrucksstarke Figuren, Formen und Fragmente. Von organisch bis architektonisch, von minimalistisch bis mondän. Dank seinem Talent und Können, dem Werkstoff Holz Verborgenes zu entlocken, Unsichtbares sichtbar zu machen, werden Dwellmanns Arbeiten unverkennbar. Alle sie besitzen
Eigenständigkeit, Präzision und Dynamik. Als ich die zentrale Figur zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich unvermittelt an Corona. Klar, das ist nicht der Name der Figur. Sie ist auch nicht in dieser Zeit entstanden. Urs hat die Figur bereits vor Ausbruch der Pandemie Ende 2019 gebaut. Visionär, fast wie er geahnt hätte, was auf uns zukommt. Corona hat auch unseren Zeitplan der Galerie auf den Kopf gestellt. Was heute startet, wäre eigentlich bereits vor 2,5 Jahren geplant gewesen. Ich bin dankbar, dass wir motiviert geblieben sind, die Vorfreude auf die Ausstellung nie verloren haben und heute ganz nach dem Motto «Was lange währt, wird endlich gut» eröffnen können. Herzlichen Dank, Urs, für dein grosses Engagement, deinen Einsatz, deine gewichtigen Transporte. Die nächsten 4 Wochen in Büren gehören ganz dir. Merci vielmals. Ich glaube, es hat keinen Wert, dass ich noch länger rede, weil sonst werden unsere Leute hinter der Bar langsam ungeduldig und wird das Essen kalt, oder ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, bei uns gibt es immer nach dem offiziellen Teil, den gesellschaftlichen Teil. Ziel ist, dass ihr auch da hier ein bisschen bei uns verweilt, das eine oder andere neue Gesicht seht, dass man ein bisschen diskutieren kann und Freude hat an den Installationen, die der Urs hier auf die Bühne gebracht hat. Herzlichen Dank an Joli, der Jacqueline, für das Engagement vom Kochen von gestern und heute Morgen. Und der Jörg Bohne ist unser Barkeeper, Bartender. Er schaut zum Bier. Ja, jetzt glaube ich keinen Wert, dass ich noch länger auf die Folter spanne. Merci noch einmal für den Besuch und allen einen angeregten und guten Tag. Merci vielmals.